Es gibt kein Entkommen! Die holt Daniel, alles klar. Mach das, bis später. Jo, haust du rein. Es gibt kein Entkommen! Mit Agni so spielt, Splitpush-mäßig. Wenn er solo ist, weiß ich auf jeden Fall, der wird nicht kämpfen. Baron mit dann, ne? Ja, der wird nicht kämpfen. Der spielt auch oft Ding mit Lane. I hate you. Mit wem redet der Hades? Ich hab keinen Plan, mit wem der redet. Der Pelé vielleicht? Keine Ahnung. Vielleicht kennen die sich. Vielleicht waren die mal zusammen oder so. Ja. Stabil. Wie läuft bei dir, Joust? Sinn. Läuft gut bei dir. Rückenschmerzen bis zur Hölle, Alter. Ich bin 68.000 Jahre alt, Alter. Double Kill, erstmal auf der Duel Link. Nice. Sich verarschen, Alter. Ja, Sön, schmeiß dich einfach in 5 gegen 5 rein. Einfach rein. Ja. Hör, stabil. Freut mich. Itox übertreibt komplett. Itox rastet komplett aus. Bruder, heute ist der Chat giftig, Alter. Ja, ja Mann, Alter. Grad, aber es ist Montag, weißt du? Es ist Montag. Ja, Mann. Alle ein bisschen genervt. Ja. Hassen erstmal die Leben. Bisschen die Sau rauslassen. Aber danke, Daniel. Dabei flüstert Kevin extra immer. Bisschen ASMR. Ja, Mann. Was? Was ist los? Terra mit Beats? Was soll das? Oh. Das hat grad... Terra Beats? Ja, ja. Wir haben uns gerade beide gewundert, wir sind so stehen geblieben, Digga. Es hat ihr Arsch gerettet auf jeden Fall. Boah, Bruder. Oh, get wrecked! Oh, get wrecked! Bruder, ich hab den so weggesniped. Ehre. Gönn dir die Terra, Bruder. Oha, deine Autobatterie hat zerfetzt, holy shit. Was? Ja, hat Sinn gerade geschrieben. Seine Autobatterie hat gestern zerfetzt. Also. Ja gut, was heißt zerfetzt? Ich meine. Ja. Die explodiert ja jetzt nicht. Hoffen wir es mal, dass sie nicht explodiert ist. Ja.
Da muss ja schon viel schief gehen, weißt du? Ja. Aber trotzdem, zum Sonntag, du fährst irgendwo hin und... Ja, das ist natürlich schon ekelhaft, Alter. Ja, was war dann? Was hast du gemacht? ADAC gerufen, oder? Ja, ADAC kam kurz. Adac! Adac. Wer ist dieser Adac? Hat auch jemand zu viel JP Performance geschaut, wa? Das er. Oh, ja, Digga. Ich schwör. Der Team feiert den hart, Alter. Ich schau den jetzt nicht mehr so. Ich hab den früher aber echt oft geschaut. Aber immer so zum Essen oder so hab ich den geschaut, ja. So immer eine Folge. Bruder, was? Wie gehst denn du da rein? Was? Ich hab die Verlierer gekauft. Ja, stabil. Mir ist auch mal mein Auto, während der Fahrt, gell, ist einfach mein Auto ausgegangen, Digga. Digga, das Heftigste war bei dir, wo einfach die Kupplung abgebrochen ist. Ja, Digga. Was? Schön, wie, guck mal, das war mein Golf 3, so ein altes Auto war das. Und da bin ich sogar mal gefahren, gell, und dann will ich kuppeln, um zu schalten. Was geht? Kupplung bricht ab, Digga. Also nicht die komplett die Kupplung, sondern diese, dieser, das ist ja, bei so alten Autos ist es so ein Seilzug und irgendwo genau. Ist so eine Platte, die das hält. Die Platte ist gerissen. Boah, fick mein Leben. Das heißt, die Kupplung ist hinten geblieben und ist nicht mehr vorgekommen, Alter. Geil! Ich bin im dritten Gang, ohne zu schalten, einmal über Rot und dann bist du mir nach Hause gefahren, Digga. Nein! Fucking Tower. Oh, ich hätte den Tower angreifen sollen, ich Idiot. Oh nein, ich bin so dumm. Willst du mich verarschen? Keins meiner Pflanzen hat ihn getroffen. Was sind das für behinderte Pflanzen, Mann? Itox, du wirst lachen. Mein erstes Auto war ein Scirocco. Und ich bin irgendwann damit mal heimgefahren und meine Schwester hat gefragt, yo, wie sieht's denn aus? Dürfte ich mal eine Runde fahren, ist da. Ach, fuck, klar, kein Ding. Da rein wie so ein Idiot. Und die ist die ganze Zeit so einen alten B-Corsa gefahren, oder? Oh, was, Digga? Da hat die jetzt gefahren. Und wir fahren so eine Runde. Und die fährt irgendwo los, war ein Stoppschild, die fährt weiter. Und ich denke so, warum fährt die so langsam los, weißt du? Und die so, ja, irgendwie ja. War das gerade komisch. Ich sag, yo, du bist auch gerade einfach im dritten Gang angefahren. Und meine Schwester so, ich hab mich schon gewundert. Digga, wenn du lang genug die Kupplung schleifen lässt, geht's ja, schon. Ja. Was geht denn mit denn eigentlich? What the fuck? Digga, hier ist richtig Party. Nice. Das ist ein Neuwagen, Sinn. Was ist das für ein... Was fährst du? Okay, bei dem Neuwagen ist halt bei schon geklappt. Bei dem Q5? Neu? Was heißt Neuwagen? Wie lange hattest du den, ich meine? Ja, war das... Ja, obwohl, Digga, ganz ehrlich, eine Batterie sollte schon locker 7 Jahre halten. Ja, ja, also meine hat auch fast genau 7 Jahre gehalten. 4 Monate. Hast du den komplett neu gekauft? Also hast du den selbst konfiguriert? Oder war das ein Vorführwagen? Also, dass der da ein halbes Jahr rumstand. Ja, aber selbst 10.000 ist halt ein Witz. So weißt du, selbst wenn der lange steht. Das macht keinen Sinn, das ist echt. Nee, dürfte eigentlich nicht, aber. Gut, wer weiß. Ja. Hast du die Batterie wenigstens umsonst bekommen? Er juckt, okay. Es gibt anscheinend einen richtig guten Trick, um Persephone's Pflanzen zu juken. Oh, ja. Echt? Wie? Weil er juckt die richtig easy. Ja. Gibt's auch, wenn die auf dich zukommen, einfach kurz nach links oder rechts rausgehen. Ja. Das ist ganz easy. Ja, Backstep gemacht. Ja, wenn du es weißt, ist es einfach, aber. Ne, 115, aber eine vom Water. Ja, Water ist gut, aber trotzdem, eigentlich ist das ein Garantiefall, so, weißt du? Autohaus eigentlich.
Aber gut. Attack the Gold Fury. Die sind noch in der Mitte. Okay. Achso, du hast erstmal auf deine Kappe genommen und. Ja, gut, okay, das geht auch. Ja, klar, dann ist logisch. Ich glaub, hier schon war es schon. Komm, ihr müsst euch beeilen. Alles gut. Da kann ich nicht lange warten. Aber für einen Q5 115 Euro, aber gut vom Warte, ja, gut. Ich hab für meine, ich weiß gar nicht, 230 bezahlt. Echt jetzt? Wieso so viel, Digga? Ja, ja. Wieso so viel? Na, mit Einbauen einem 230, glaube ich, oder 10. Ja, ja. Ach so, mit Einbauen. Die gehen da einfach rein und fertig. Tausch dich doch selber, Dund, fauler Sack. Ich glaube ohne 170. Ich glaube. Irgendwie sowas. Ah, trotzdem, da ist 115 immer noch echt wenig für einen Q5. Ich fahre einen A4. Enemy missing left tower is under attack. Enemy missing. Also ein Kombi. Also das. Meiner 212. In der Blüte seiner Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ich feiere das Auto. Das ist der B8 mit den Xenon. Aber ohne B-Xenon, die Only Xenon. Es gibt kein Entkommen! Die holt dann, ja, alles klar. Mach das, bis später. Jo, haust du rein. Was es gibt kein Entkommen! Der Gummi bei der Batterie, das war, du meinst wahrscheinlich die Lichtmaschine. Oder Lichtmaschine eher. Weil ja, ist an der Batterie ist auch kein direkter Gummi. Berichtigt mich, ich hab auch nicht so viel Ahnung. Bro, hör auf den Farm zu nehmen, Mann. Ja, hier ist ein Fisch. Okay. Aber sind Q5 auch ein stabiles Auto, Mann. Audi ist allgemein nice. Mhm. Ich feier Q5, Q7, alles was drunter ist, oder Q2, Q3, finde ich absolut hässlich. Ich könnte damit aber nicht fahren, Digga, das wäre viel zu groß für mich. Ja, es ist schon. In der Stadt, gerade hier in Dresden, ist ja. Schon ekelhaft. Ein Kombi finde ich voll okay, aber so ein Q5 ist irgendwie wieder was anderes, so komisch. Ja. Es ist halt echt teuer. Tja, oh, das kapier ich, dass der Parkplatz zu klein war. Das kapier ich. Ja, Alltag, das ist schon viel Geld immer. Ich kenn das. Ich hab für meine Lichter, für neue Lichter, für beide, habe ich 500 Euro bezahlt oder so. Absolut sinnlos. Set up an ambush here. Lass mal Feuer gucken. Ja, bin schon auf dem Weg. Ja, Autos sind halt echt teuer. In der Anschaffung nicht, aber alles was Unterhalt ist, alles Reparaturenmäßiges. Das frisst halt das Geld.
Den meisten hat es jetzt nicht wie eine Sardinie. Warum bist du so groß? Greta mag dich nicht. Dicker. Dicker, okay. Alter. Immer diese Games, Mann. Aber du entweder wirst du hardcore gestompt oder. oder sowas. Super unnötiges Vehikel. Ah, dafür steht die Abkürzung. Ja, manche sind aber echt unnötig. So X6, Digga, ist so fett und groß, aber da drin ist so wenig Platz. Ja, mit 2 Metern, da brauchen wir ein großes Auto. Da, das kann ich schon nachvollziehen. Da hast du auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Hallo, Tim! Yo, Timothy Banks. Oh Gott! Klar, Kosa reicht, wenn du hinten sitzt. So, nimmst den Fahrersitz einfach weg und setzt dich einfach hinten rein. Easy. Servus, lila Krapfen. Was, du fährst einen Mini mit 2 Metern? Holy shit. Okay. Jo, danke für den Follow, Sön. Came us back. Ja, Mann. Jo, mach's gut. Alles klar, Sinn. Hau rein. Hau rein, Digi. Alter, war das knapp gerade. So. Ich muss mir ganz schnell ein Item holen, Digga. Und hier ist eine fette Wave. Und so ein paar Kilometer. Ich lande hier hin wie so ein Bastard. Stabil, Alter. Dann pflegt den noch schön. Dann macht er auch die 500k voll. Hoho. Your team has destroyed a middle enemy tower. Ultimate is ready. Ultimate attack. On my way. Ich bin noch nicht da. Der Bruder soll mal kurz bisschen da pushen. Das ist ein richtiger SUV. Ja, Mann. Der müsste noch so aufgeblasen sein, Digga, dann perfekt. Nein, Mann. Geht es halt noch Ulti. Ja, leider kam die Ulti etwas zu spät. Ich hätte die früh gebraucht. Aber unser Hades hat auch noch seine Ulti, also wir haben wahrscheinlich nicht alle gekämpft gerade. Was könnte ich mir kaufen?
bisschen Defense. Nee. Power. Komm, holen wir uns das. Kronos fehlt. Ne, Zernus läuft auch. Guck mal, Zernus läuft heftig. So, auf ein neues Fightland. Ah, fuck. Das war zu greedy. Na, kill die, Mann! Jawohl. Unter uns. Ja. GG. GG. Nice gespielt. Können wir auf Titan gehen? Ja, ja. Glaub nicht, Hades kommt nicht mit. Okay, achso. Ja, war schon, glaube ich, eine gute Idee. Wir sind jetzt auch nicht so. Wir sind. Pele war schon weg. Ja. Ja, und Kali lebt wieder. Oh. Ah, ich brauche noch ein bisschen Gold. Nice. Oh, 160 Magic Power. Schmecker, Schmecker. Mm. So, vielleicht noch ein bisschen Pen. Ja. Ich denke mal, da wäre ein Divine Rune. Ah, hab ich schon. Oh. Spear of Deso. Deedian Shard. Soul Reaver. Oh, Soul Reaver. Oder? Hast du Aegis? Ja, hab ich aber. No. Sorry. Alles gut, da kommst du nicht mehr. Oh, harter Fieber. Oh, oh, schade. Gute Besserung, Digi. Jo. Ja, lass kurz auf die Minions links warten. Und rechts sind auch voll viele Minions. Ja. Ein bisschen poken. Nice, Kali ulti da. Mhm. Oh, gleich zwei. Ah, oh, das ist mies. Das ist echt mies. Mhm. Lass den linken Phoenix kurz nehmen. Ja, ich nerv dich hier in der Mitte ein bisschen. Okay.
Den solltet ihr easy nehmen können. Mhm. Ich habe die 20 Sekunden. Ja, passt. Lass backen, lass backen. Einfach Phoenix nehmen. Kannst mal einnehmen. Ja. Lass kurz Gold Fury machen. Ja. Ist gar nicht da. Ah, scheiße. So, Penetration oder Defense? Okay. Ja, wobei, ja, ja. Ja, komm, holen wir uns das. 1500. On my way. Viel Glück, Butterkeks. Gib dir ein bisschen Ritalin. Digga, was machen die da rechts? Bruder. Wir müssen einfach nur warten, Digga. Wir haben ein ausbaiten, ist alles gut. Ja. Hat Rama geultet? Nee. Der ist nur gedasht gerade. Ja, ist okay, Digga. Beruhigt euch doch. Oh mein Gott. Die sind tot geblinkt. Puh. Die Minions kommen gerade gut, muss mich heilen. GG. 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 Dragon Story ist ein Ausdruck, wahrscheinlich immer noch dasselbe. Immer noch so null Mimik. Mit der Psychopathenmusik. Ja, Mann. Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.